So, sind wir aus dem iPhone 7 Tristar Video raus. Jetzt machen wir was anderes. Machen wir mal eine kleine Review zum JCPO 1000S. Ich will nicht auf die einzelnen Module direkt eingehen, weil das, ja, weil sich das von selber erklärt, für was die da sind. Ich meine, man kann kurz darauf eingehen, aber das war's. Ich will nur mal sagen, was finde ich gut, was finde ich schlecht, was benutze ich nicht mehr. Was ist totaler Schwachsinn? Was ist kein Schwachsinn? Ich muss sagen, ich habe nur die Module für die JC Pro 1000S, die wo man auch einfach als normaler Reparaturbetrieb jeden Tag braucht. Ich habe keine Baseband, blablabla Programmer, irgendwas, was man damit machen kann, weiß ich nicht. Habe ich mich noch nie damit befasst. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich habe auch keine, ich schalte jetzt das Ding mal ein. Ich habe auch keine, ich kann mal irgendwas noch machen mit den Kopfhörern. Ja, mit den EarPods. Fragt's mich nicht, was man damit machen kann. Ja, auch, was soll ich denn da testen? Das sind Kopfhörer, die kosten nichts. Wenn die nicht mehr gehen, dann kaufe ich mir neue. Da brauche ich nicht. Also, ich weiß es nicht. Braucht man auch meiner Meinung nach nicht. Was gibt's? Was habe ich? Ich habe die NAND-Programme, die NAND-Module, das 32-Bit-Modul. Wir haben das Teil für die 8er und für die iPhone 10. Das ist das hier. Und ich weiß nicht, XS, vielleicht passt es auch noch rein. Kenne ich mich nie aus. Dann haben wir das P7-Modul. Da gab es einmal zwei. Da gab es um eins, hat genauso ausgeschaut. Das war ein bisschen langsamer. Das P7-Modul. Das noch ein, zwei Funktionen mehr hat, die wo ich jetzt auch nicht weiß, weil die kein Mensch, keiner braucht es. Ja, also, ganz ehrlich, Leute, das Einzige, was ihr braucht, ist Folgendes. Ihr steckt euch, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich mache das immer ziemlich ehrlich und sage mal so, auf was es wirklich ankommt, ihr steckt euch das Teil hier rein. Dann startet die jeweilige Funktion von dem, was er eingesteckt hat, von selber. Ich will jetzt mal nur mal schauen, dass ich hier das irgendwie mal in meinem ganzen Leben... Lassen wir es so. Dann startet es von selber. Dann legt es den Speicher ein. So. Speicher. Wenn Speicher aus zum Lesen ist, dann ist super. Dann zeigt es genau das, was jetzt anzeigt. Wenn Speicher nicht aus zum Lesen ist, dann ist er eh schon jetzt erstmal wieder vorbei. Ihr könnt euch hier die Underlying Data extrahieren. Seriennummer. MLB, Modellnummer, Ländercode, WLAN, Bluetooth, Mac, Farbe, bla 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 bla. Und dann könnt ihr das auf einen neuen Speicher übertragen. Ja? So, wenn ihr das extrahiert habt. Speicherweiterung, Speicherreparatur, wenn mal was nicht geht, bla bla bla. Da kann ich brauche jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das sind die Funktionen, die benutzt man hier, was anderes benutzt hier kein Mensch. Was man hier noch, was ich noch hier dazu sagen will, das gilt für alle drei Module. Und es hat sich in letzter Zeit, warum auch immer, auch da weiß ich das nicht, aber es ist halt einfach so, bewahrheitet. Es ist jetzt seit iOS 12, glaube ich, oder ja, es ist jetzt vermehrt dazu gekommen, dass es anscheinend doch Sinn macht. Ab dem iPhone 7, wo sehr viele Sachen miteinander verheiratet sind, wie zum Beispiel auch der Vibrationsmotor, also die Taptic Engine, dass es sich als sinnvoll erwiesen habt, wenn ihr einen Speicher da habt. Sag jetzt mal, ihr habt ein weißes iPhone 7, dann habt ihr einen Speicher da von einem weißen iPhone 7, Speichergröße, Seriennummer, alles scheißegal, der wo aber ganz normal beschrieben ist und der wo auch in dem Gerät funktioniert hat. Und dann nehmt ihr euch diesen Speicher, sag jetzt mal als Master NAND oder keine Ahnung, legt den rein, extrahiert die Daten und tragt dann dort Seriennummer und Bluetooth und WLAN Mac Adresse von dem Gerät ein, das ihr gerade reparieren wollt. Versteht es, was ich meine? Hintergrund ist der, es könnte dann theoretisch sonst sein, dass ihr ein Gerät habt, was weiß ist und mit einem schwarzen Bildschirm startet. Das wäre noch das Wenigste. Aber hier gibt es anscheinend dann, oder auch bei mir gab es nochmal Probleme, dann mit den Vibrationen, also mit der Taptic Engine, was ich dann dadurch vermeiden hat lassen. Also, jeder, wo das öfters macht, hat einfach so Speicher rumliegen, behaltet sich einfach zwei, die wo funktionieren und dann klappt es. Wenn noch einer sagt, das ist nicht so, der kann ja gerne drunter schreiben, das passt. Ich habe allerdings und auch viele andere, die wo ich kenne, diese Erfahrung gemacht.
Hebt euch so einen Speicher auf. Das wäre wirklich wichtig zum Erwähnen. So, was kann man noch mit dem Teil machen? Eigentlich kann man, also was mache ich mit dem Teil? Was ist Blödsinn und keine Ahnung. Ich habe gar nicht mehr so viel. Ich habe noch hier zum Beispiel diese Lightning-Test-Platine. Hier könnt ihr ganz normal oder ganz schnell in Anführungsstrichen testen. Tun wir das mal wieder einschalten. Testen. Ist mein Lightning-Kabel original? Er steckt einfach den USB-Anschluss, braucht kein Mensch. Steckt einfach das Lightning-Kabel an und seht dann, ob das original ist. Ich weiß auch nicht, wozu hier der USB-Anschluss da ist. Ich habe keine Ahnung, also ob ich das nur so einstecke oder mit dem USB. Das ist einfach. Habe es bis jetzt noch nicht probiert. Er misst hier unten noch die Spannungen durch. Das sieht man, dass das okay ist. Ja. Gut, dann weiß ich das jetzt auch. Mir ging es halt darum, ob das Kabel original oder nicht original ist. Aber hier kann man jetzt sehen, ist das Kabel gut oder ist das Kabel schlecht? Ist vielleicht irgendein Line ab oder liegt es am Kabel, dass man das Gerät vielleicht nicht laden kann oder dass es keine USB-Verbindung hat? Ja. Ganz ehrlich, soll ich was sagen? Ich sag's euch. Totaler Schwachsinn. Totaler Blödsinn, nimmt kein Mensch her. Ist meine Meinung. Also, man ist, außer ihr benutzt das bei euch in der Werkstatt 40 Mal am Tag und dann nie gebraucht. Noch nie. Und wenn, dann sind es einfach so Interessenssachen, da wo du eigentlich schon selber weißt, das Lightning-Kabel ist sowieso nicht echt, aber ich schaue es mir mal an, ob es wirklich nicht echt ist. Und also ich habe es noch nie hergenommen, noch nie. Ich habe mir dann damals gedacht, ich nehme es zum TriStar-Tester dazu, weil es vielleicht Sinn macht, dass man dem Kunden unten am Service sagt, pass mal auf, dein TriStar ist kaputt. Nimm dein Lightning-Kabel mit, wir schauen mal, ob das Original ist, weil das ja der Auslöser meistens ist. Also zumindest für fast alle Fehler, die wo hiermit in Verbindung kommen, die wo der erkennt. Macht keiner. Das macht keiner, weil wenn das Teil sagt Fail, dann ist ja sowieso in der Regel irgendetwas schiefgelaufen mit irgendeinem Kabel nicht richtig oder irgendwas hat da nicht so richtig gestimmt. Und dann sagt man das ja den Kunden eh und dann nimmt er vielleicht eh ein neues Kabel mit oder weiß ja schon selber, ah ja, das war das Kabel, das habe ich mir das letzte Mal in der Tschechei gekauft, das passt. Also finde ich, also ich persönlich finde Blödsinn. Kann jeder denken, was er will, passt. Was habe ich hier noch? Diesen ARS-Programmer oder für das Vibrationsmodul auch, gibt es auch für die OC. Da könnt ihr einfach die Display-Daten übertragen vom EEPROM oder die Taptic Engine, ja, sei jetzt mal ganz normal tauschen und neu beschreiben, weil er die auch eine Seriennummer hat. Hier ist es allerdings auch wieder so, dass ich auch schon wieder weiß, dass viele einfach die Taptic Engine auch so getauscht haben, die hat dann auch funktioniert. Also erschließt sich mir dann diese Funktion nicht hundertprozentig. Wenn sich einer da noch besser auskennt, der kann mir das gern sagen. Ich weiß aber, dass ich hier von dem Original iPhone 7 die Taptic Engine in der Regel einfach tauschen kann, die funktioniert. Also zumindest habe ich viele Erfahrungen oder Erfahrungsberichte hierüber gehört, dass dem auch so ist. Die Display-Daten übertragen mache ich hiermit nicht mehr, weil ich dafür auch von IOC diesen Programmer habe, dieses Standalone-Gerät. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass die hier in das Ding keinen Akku eingebaut haben. Ihr braucht halt einfach immer einen Lightning-Anschluss. Und dann haben auch viele vielleicht das Problem, wie funktioniert das Gerät, weil es passiert halt einfach jetzt gar nichts. Ihr müsst einfach das Display anschließen, ja, sonst seht ihr nichts. Ihr denkt vielleicht, das Ding ist im Arsch. Ihr könnt hier noch irgendwie die Sprachen umändern, das habe ich dann auch irgendwann mal geschafft, dass das Englisch anzeigt und nicht Chinesisch. Und hier ist jetzt halt drauf, hier kauft man öfters mal nach. Es kam raus mit iPhone 7, 8, 8 Plus, 7 Plus, iPhone 10. Das war's auch schon. Und hier haben wir das auch alles drauf, aber bis zum iPhone XR, XS, XS Max und auch die zwei Vibrationsmodule. Sehr geiles Teil, funktioniert 1 Million%. Ist sehr toll. Finde geil, funktioniert. Ich habe gar nicht mehr Module für den JCM Pro 1000S. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich nehme das Teil eigentlich wirklich nur her, um Speicher zu machen.
Ich nehme das für nichts anderes mehr her, weil das Ding riesengroß ist. Ich gehe da jetzt nicht zum Display übertragen. Oh ja, jetzt muss ich mir wieder das Modul abstecken. Dann stecke ich das nächste wieder an. Jetzt hole ich mein Display. Klar, da das noch ein paar Sekunden. Aber dann habe ich doch an jedem Arbeitsplatz sowas liegen. Der Typ steckt das an. Lightning, klack, klack, fertig. Und hier komme ich wieder her und dann ist vielleicht noch der Akku leer. Das ist auch, wie gesagt, so eine Sache. Das hat jetzt noch 20%. Warum hier kein stärkerer Akku? Ich meine, diese Main-Unit ist riesig. In Anführungsstrichen, warum er hier kein, hier hätte man den Akku reingebracht, der 3 Wochen hält, machen Sie einen iPhone 6 Akku rein. Gut, ja, ich weiß auch nicht. Recht viel mehr gibt es dafür, finde ich nicht zum Sagen. Vielleicht nenne ich das Video einfach anders und mache jetzt mal hier, ja, ich kann eigentlich nichts mehr großartig machen. Genau, es gibt noch. Auch noch ein Modul, was vielleicht interessant ist, aber was auch schon wieder finde ich, ja, keine Ahnung. Es gibt ein Modul hier noch für die Batterie, wo ich die Batterie testen kann. Ganz ehrlich, ich habe jetzt schon seit es das gibt, ich weiß nicht, seit 2, 3 Jahren habe ich jetzt schon das Gerät. Das habe ich damals von Display Engel gekauft. Das ist für die Akkus. In dem Fall jetzt hier, schaltet das Ding ein. Habt es dann einen Akku, meinetwegen, was haben wir denn hier? Mal irgendeinen Akku. Hier. Ja. Steckt es an. Batterie hält übrigens hier ewig. Er steckt es an. Und seht es dann hier, alle Angaben zum Akku. Ist der Akku original? Steht oben schon mal da, der ist nicht original. Wie viel Ladezyklen, wie viel Milliampere-Stunden, wie viel Battery Life, die Spannung, die Seriennummer, bla 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 bla. Ihr könnt auch einen tief entladenen Akku auf Knopfdruck hier mit laden. Ja. Dann seht ihr das. Also der lädt dann. Und ihr könnt dann auch hier die Ladung wieder stoppen. Dass er den Akku vielleicht ein bisschen aus dem Tief herausholt, in dem es ist. Wenn er nie gebraucht, noch nie. Und ihr könnt hier auch die Ladezyklen zurücksetzen. Totaler Blödsinn, braucht kein Schwein. Für was sowas gut ist, ja, man kann sich's denken, aber man will es nicht sagen. Gut. Hier gibt es auch, hier das Ding ist jetzt zum Beispiel vom 4er bis zum 7 Plus. Ich habe auch natürlich, gibt es hier noch andere Module, und zwar ziemlich viel sogar. Musste ich sie nur finden. Jetzt mal ganz kurz. Hier sind die. Dann haben wir hier noch iPad Air, iPad 3.4, Mini 1.4 und Mini 2.3. Dann haben wir hier noch die Apple Watch 1 und 2, da gibt es bestimmt jetzt auch für einen Dreier, oder ist der Anschluss von der 2 identisch? Das hier braucht kein Mensch, keiner zerlegt eine Apple Watch und testet einen Akku. Also davor, der Akku kostet 5 Euro, dann bestell einen neuen Akku. Und dann gibt es noch 8er und 10er. Ja, das ist nur ein Ding, das ist noch ganz interessant. Da kann ich also hier, im Grunde genommen ist es dann dasselbe. Ich glaube, ich habe hier eine Batterie liegen. Das sollte ein 8er sein. Dann schließe ich die mal hier an. Oder schließe sie auch nicht an. Wahrscheinlich ist die leer. Es kann aber sein, dass die leer ist. Ne, die wird schon so rum. Die wird leer sein. Wie gesagt, gibt's alles. Das finde ich ist ein cooles Gerät. Das benutze ich jeden Tag, weil ich einfach, wenn hier einer reinkommt zum Akkutausch, mir das anschaue, ist der Akku auch wirklich defekt. Das könnte einer machen, wenn der im Gerät drin ist. Da kommt man schon so hin dann mit den Anschlüssen. Und dann ist der Akku, wenn das rauskommt, dass der Akku defekt ist. Also die stecken das Gerät unten einmal an Trio Tools und dann weiß man ja eh schon, was Sache ist. Ich teste das hier trotzdem nochmal mit dem Gerät und fertig. Auch hier gilt wieder. Natürlich gibt es das Teil auch für die JC,
Aber das Ding ist so groß, dann steckst du wieder rum und musst wieder einschalten. Das Ding, das hier läuft sofort, bei der anderen dauert es wieder ein bisschen länger, bis es an ist und so weiter. Und dann ist es noch so, und das ist jetzt kommt noch das Allergeilste, wenn ihr die Module eingesteckt lasst in der JC, ja, dann ist hier immer Strom drauf. Das heißt, die Batterie ist dann leer. Und zwar relativ schnell. Und dann braucht ihr das Teil irgendwann und die Batterie ist leer. Ja. Ist also auch sowas immer abstecken. Ist wirklich so. Ich meine, ich kann euch das hier nochmal zeigen. Da habt ihr ja immer Strom drauf. Auf dem Modul dann. Also, so ist das. Abschließend, was gibt es zum Sagen? Es gibt zum Sagen dazu, dass man viele das natürlich mega geil finden, das Gerät. Es ist auch wirklich gut. Meinst du den anderen Lösungen, wo du dann mit dem WL-Programmer, der mit dem PC verbunden war, und dann hast du hier deinen Speicher angelegt und am PC und bla bla bla. Ist das schon sehr geil für die Speichersachen, finde ich. Für alles andere finde ich nicht, ganz ehrlich. Da gibt es bessere, schnellere, kleinere, schnellere Lösungen. Und das ist meine Meinung dazu. Trotzdem geiles Gerät für Speicher etc. Ja, mehr gibt es nicht zum Sagen zu dem Programmer. Das ist das, was ich dazu habe. Alternativen finde ich in Sachen Programmer gibt es viele, auch von WL. Gibt's der Vorteil beim JC ist halt einfach, dass du einmal die Manual kaufst und dass die Adapter dann alle passen. Du brauchst jetzt nicht fünf Programmer, die wo so groß sind, für iPhone 5S bis 6 Plus und dann bis 7 Plus den nächsten und dann brauchst du wieder einen für den 8er bis iPhone 10, sondern du hast nur die kleinen Dinger und die sind in der Regel auch günstiger. Gut, das Ding hat jetzt knapp 500 gekostet für das 8er und 10er. Aber gut, ja, wenn man es braucht, dann man braucht sie ja dann auch irgendwann öfters, jetzt noch nicht so extrem oft, aber Sachen WLAN-Module zum Beispiel brauchen wir das dann auch schon, wenn man es austauschen muss und den Unbind Wi-Fi machen muss mit dem NAND. Ja, mehr gibt es nicht zum Sagen. Ich glaube, dass das eigentlich alles war. Alles Wichtige. Wie gesagt, es gibt Alternativen von WL, die funktionieren auch. Aber das Konzept, glaube ich, ist so einmalig mit diesen austauschbaren Modulen. Ich glaube nicht, dass es das von was anderem auch gibt. Wenn, dann könntest du es mir gerne sagen. Ich weiß es nicht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit sowas auch ganz wenig befasse, weil ich jemand bin. Ich benutze das, wenn das funktioniert, dann ich brauche jetzt nicht den 30. Programmer, genauso wie ich nicht die 75. Unterhitze brauche. Ich habe jetzt auch schon wieder gesehen, mal ganz kurz noch, da gibt es diese Sunshine-Station für die iPhone 10. Das ist alles unfassbar. Es gibt ja diese, also SST12A heißt die Station. Sunshine. Die habe ich mir damals geholt, um mir hier das iPhone 10 Board machen kann damit. Oder beziehungsweise die Bordhälften auseinander machen kann oder entlöten kann. Jetzt gibt es ungefähr gefühlt 75 verschiedene Unterhitzen für die ganzen iPhones. Jetzt gibt es hierfür, müsst ihr das mal vorstellen, es gibt die PPD 120. Ja, das Ding hier, das hat wahrscheinlich fast jeder. Davor gab es, oder ich habe da mal, dann gab es mal 120e, da war das alles integriert in ein Gerät, die war viel höher. Die war scheiße unter dem Mikroskop. Die benutzt fast jeder, die ist mega geil, weil die so flach ist. So, dann gab es das iPhone 10. Dann gab es das iPhone 10. Unfassbar. Da hat es dann auch angefangen mit sowas hier. Das war, glaube ich, eins von den ersten, die Sunshine. Das Ding geholt. So, dann gibt es jetzt aber auch noch für die PPD. Dann gibt es noch zwei, drei andere Unterhitzen für das iPhone 10. Jetzt gibt es wieder, das habe ich heute gesehen, für die Sunshine. Natürlich noch andere Module fürs XS und XS Max. Das ist ja noch in Ordnung. Und dann gibt es wieder welche fürs normale iPhone. Auch noch hiervon. Es gibt
28 verschiedene Sachen, die wo untereinander, also von, du kannst dir fünf Geräte holen und von allen fünf, alle fünf Geräte können alle dasselbe. Das ist unfassbar. Ein totaler Blödsinn, ganz ehrlich. Also, Wahnsinn. Was ist. Warum? Es ist ja nur eine Platte, die wo heiß wird. Da ist ja nichts dabei. Da ist ja wirklich. Ich kann ja das Ding theoretisch auch. Weiß ich nicht. Auf eine Ofenplatte legen, theoretisch. Also, es ist einfach ganz komisch. Aber es ist so. Gut, das war es eigentlich mehr oder weniger zu der JC Pro 1000S. Also, ich werde echt schon alt, gell, oder keine Ahnung. Oder mich interessiert es einfach noch nicht, wie das Ding heißt. Passt. Dann. Ich kann ja sowas mal öfters machen. Was vielleicht, wenn das mal jemand interessiert, auch mal vielleicht hier zu den Geräten im Einzelnen. Zu der Heißluft oder mal zu der 9-to-C, 9-to-B. Wenn ihr da was habt, dann sagt es einfach und dann passt das. Noch vielleicht ganz extrem abschließend, Kaufempfehlung JC Pro 1000 auf jeden Fall. Für die ganzen Speichersachen ist es sowieso, finde ich, das Teil ein Muss, findet sich. Und für alles andere, ja, das muss man für sich selber entscheiden. Ja. Also, macht es gut. Schönen Mittwoch, haut's rein. Ciao. Video müssten wir auch noch beenden, gell? Ich glaube, das habe ich hier gemacht. Ciao.